So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Engineers auf dem Kanal Gamers Club. Ein Let's Play Together mit Yannick und dem lieben Wilke, servus Leute. Ja, wir sind hier in einem Schiff drin. Und wir haben letztes Mal eine notdürftige Konstruktion gemacht und wollten, glaube ich, hier Triebwerkskomponenten und alles reinhauen. Ich weiß jetzt nicht, was hier drin ist. Irgendwie fühlt sich das Spiel so komisch an. Ich weiß auch nicht. Es gab, glaube ich, auch wieder Updates, oder? Weiß ich ja, gar nicht. Ja, nur so ein kleines, so Laserantenne wurde hinzugefügt und sowas, aber ansonsten nichts Besonderes. Okay. So, wir wollen das natürlich auffüllen. Jetzt muss ich bloß schauen, wo geht denn das hier? Also hier, Refinery, ist bestimmt auch nicht schlecht. Heute versuche ich mal weniger blöd dran zu stehen in dem Spiel. Mal schauen, ob es mir gelingt. Wo sind jetzt die Triebwerkskomponenten? 91 haben wir davon. Ja, es sollte gerade so reichen, ne? Was braucht man für Triebwerke noch? Computer oder? Ja, ich glaube, Computer, Herstellungskomponenten, Triebwerkkomponenten und sowas. Ich pflanze das einfach mal alles ins Bauschiff rein. Mhm. Wir hatten ja da schöne Sachen letzte Aufnahmesession. Ich erinnere nochmal daran, dass uns das Schiff weggeflogen ist. Ja. So. Dann schauen wir mal, was wir jetzt bauen können. So. Heute läuft es nicht ganz so flüssig, merke ich. So ein kleines bisschen unflüssiger fühlt sich's an. Ach ja, wir haben übrigens wieder eine andere Sky-Mod, wie unauffällig auffällt, ne? Also, ist eine andere Skybox. Und Sretan ist auch wieder da. Ja. So. Und wie gefällt dir die Skybox hier? Lass dich kurz schauen. Ist ein bisschen dezenter. Ui. So, wir fliegen hin und schweißen. Ja, das hat ja gut funktioniert. So. Okay, wie wir feststellen, brauchen wir... Ja. Stahlrohr und Triebwerkkomponenten brauchst du... Willst du mich verarschen? Wo ist denn dein Abbauschiff? Kannst du mal ein paar Triebwerkskomponenten und große Stahlrohre herbringen? Ja. Komm gleich. Wo bist du überhaupt mit deinem... Ich bin eigentlich so ein bisschen über dem unserem Flugzeugträger. Die Welt wurde mal wieder gespeichert. Ich muss jetzt echt mal den Autosave aus den Optionen nehmen. Das nervt richtig. Spiel? Sprache, bla bla bla. Wahrscheinlich geht's nämlich nicht direkt im Spiel. Was wird man? Keine Ahnung. So. Jetzt muss ich mich bloß orientieren. Arte bis da drüben. Ja, da sind eine Menge Triebwerkskomponenten drin. Also schön, okay. Soll ich sie dir hinten reinhauen? Ja, gerne. Soll ich zu dem Schiff fliegen oder wo soll ich hinfliegen? Warte, bleib einfach stehen, ich bin gerade hinter dir. Dann gebe ich dir ein paar Triebwerkskomponenten und Stahlrohre und alles. So. Müssen aber schon viele, also 960 braucht ein einzelnes Triebwerk. Nur um dich mal darüber in Kenntnis zu setzen, dass es gar nicht mal so wenige sind. Ich habe ja vorhin mit dem Abbauschiff ein paar Triebwerke vom Bergbauschiff ja entfernt, also daher. Wir brauchen auf jeden Fall so eine Art Köttler-Zeug. Mhm. Okay, das war's auch schon wieder. Schweißtreibende Schweißarbeit. Genau. Was können wir so erzählen? Erzähl doch mal von deiner Woche. Ja, nicht sehr viel los gewesen, ganz entspannt und so ruhig. Und ja, kann man eigentlich nicht sehr viel sagen, abgesehen davon, dass wir letztens eine Mathe-Ex geschrieben haben, auf die ich nicht vorbereitet war und trotzdem wahrscheinlich eine 1 kriegen werde. Solche Streber, echt, warum hänge ich eigentlich mit solchen Leuten rum? Unglaublich hier. Ja, jeder, der halbwegs gelernt hat, hätte die Aufgabe mit Bravour bestanden. Aha. Das ist echt eine verschenkte Note. Tja. Jedenfalls sehen wir hier unser hässliches Endline. Na, wobei, eigentlich so hässlich sieht es auch nicht aus. Es sieht bloß fetter aus, als es eigentlich ist. Wo ich jetzt für wäre, dass wir so ein Beladungsscheißteil dran bauen. Ah, wie heißen die denn? Assembler.
Nein, 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 du, diese, wo du das Zeug reinwerfen kannst. Ach, verdammt, nee. Okay. Geh war's. Ah, wie heißen sie? Übrigens, wir haben nochmal neue Mods reingehaut. Diese roten Dinger da, das sind Mods. So, wo... Was ist denn ein Conveyeur? Oder Conveyeur? Ja, genau. Der sortiert. Das ist so ein Sortierteil. Das heißt, du kannst sagen, okay, du tust, sollst dieses Item jetzt in die Kiste reinpacken und dieses Item in die andere. Okay. Ich brauche jetzt nur so einen, wie heißen sie denn? Trichter? Oder du weißt, was ich meine, oder? Ja. Weißt du, wie die Dinger heißen? Ja, mir fällt auch gerade der Name nicht ein. Wortfindungsstörung hier. Blockverbinder? Ja. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon 500 Mal dran vorbei. LCD-Schirm, das muss ich auch noch ausprobieren. Und die zeigen wirklich was an. Mhm. Genau. Also schon, was du meinst, ist... Das sind jetzt Sammler, oder? Ja, kann Sammler heißen. Ich schau mal nach einfach. Sammler ist das Einzige, was jetzt irgendwie Sinn machen würde. Runterkommen nur Mods, glaube ich. Bis jetzt. Ja, doch, das sind auch Mods. Sammler XXL wäre halt was. Mhm. Das sind die neuen. Das sind die neuen. Ist ein. Förderband. Ja, kann man das nicht kompatibel zu dem Teil gestalten? Da, Sammler, genau, da ist es ja. Dann machen wir die Nummer 5. Oh, das passt ja mal gar nicht. Wie kriege ich denn eine schöne gebogene Förderleitung für die kleinen Sachen hin? Die heißen anders, oder? Für die kleinen. Nee, das sind auch gebogene Förderleitungen, bloß dass du die an den kleinen Block platzieren musst. Kleine gebogene Röhre? Was nee, das ist. Wenn du zum Beispiel halt über ein Item gehst, also da, wenn du G drückst und mal schaust, also die ganzen Blöcke, dann steht ja immer rechts an den Seiten einmal für großes Stift Station und einmal kleines Schiff zum Beispiel. Also da kann man dann sehen, ob es auch für die kleinen Schiffe dran zu bauen ist. Mhm. Ja. Mich wundert's bloß, dass dieses Ding hier, trotz dessen, dass ich direkt dran klatsche, einfach viel zu überdimensioniert ist. Das ist voll unflexibel. Da weiß ich auch nicht. Also ich krieg das irgendwie. Die Nummer 6 wäre das die Förderleitung an sich. Aber ich komme nicht an dieses Teil ran. Ich kann mal unten schauen, aber ich glaube, unten wird genauso schwierig, weil. Ja. Unten halt. Ja, Moment. Ich hab ja hier. Oder? Die sind nicht offen. Ja, müsste ich halt eins von den Dingern wieder abbauen und müsste Förderleitung dran klatschen. Das wäre halt noch möglich. Aber hier oben gehen halt immer diese drei raus, aber irgendwie... Also das kann ich auf das kleine Ding, kann ich halten, was ich will, aber ich krieg kein kleines Rohr. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Kein Kommentar. Das stört mich voll. Warte mal, kann ich die 8 nehmen? Wow! Was? Zack. Zack, 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 zack. Dann müsste ich den Sammler doch irgendwo voll schön drauf platzieren können. Dachte ich zumindest. Oder hier? Das kann doch nicht sein. Sie benötigen Stahlplatte. Ach so, ja, okay. Das erklärt einiges. Und ich denke mir schon die ganze Zeit, warum kann ich denn die Teile hier nicht platzieren? Ja, mich wundert es gerade, wieso ich hier... Ich habe hier die Items im Inventar und will sie hier ans große Triebwerk, an die Baukonstruktion dran schweißen, aber es tut sich nichts. Mhm. Was ist denn da für ein Bug los? Und dieses große Rohr, wenn ich das an diesen kleinen Eingang klatsche, was passiert dann? Es geht nicht, oder? Keine Ahnung. Weil er passt es einfach nicht an, das nervt mich voll. Was mit der 8, mit der Nummer 8, da haben wir doch auch Probleme.
Was ist denn hier auf einmal los? Der weigert sich bei mir, die Sachen dran zu klatschen an die Teile. Okay. Ich habe ja sämtliches Stuff im Inventar, das ich brauche. Also Stahlrohr und so, aber der will es nicht dran schweißen. Wenn ich jetzt richtig geschätzt habe, dann dürfte ich gar nicht so falsch gebaut haben. Jetzt geh mal weg mit deinem blöden Bauplan. Ich schau mal. Wenn das stimmt, das Stahlkonstrukt, dann habe ich beide richtig platziert. Okay, das Ding braucht definitiv zu viel. So, fliegen wir mal mit dem weiter. Weil wenn wir die Sammler echt in Betrieb nehmen können, dann fliegst du einfach nur noch drüber, schmeißt halt diese Auswerfer da raus. Und plug and play it goes. Ah, jetzt weiß ich wieso. Ich muss erstmal mit rechter Maustaste die Dinger dran tun anscheinend. Kann gut möglich sein. Jetzt klappt's. So. Nein, nicht T, sondern K. Bis ich das mal überreiß. Wir brauchen Herstellungskomponenten, die haben wir im Schiff. Beziehungsweise hier sind keine mehr, gell? Ach, scheiße. Kleine Stahlrohre. Dann haben wir Anzeigen. Aber Anzeigen werden uns definitiv nicht reichen. Das weiß ich jetzt schon. Naja, schweißen wir jetzt erstmal selber die Teile noch ein bisschen an. Dann können wir es vielleicht noch ein bisschen vervollständigen. Sie benötigen Herstellungskomponenten 35. Ja, gut. Aber Stahlrohre haben wir jetzt schon mal dran. Mhm. Die können wir jetzt hier reinwerfen. Dann können wir hier die Herstellungskomponenten rausnehmen und speisen die an. Motor 8, Anzeige 2. Anzeige haben wir eine zu wenig. Das ist jetzt schon wieder was, was mich nervt. Muss ich sagen. Motor und Anzeige. Ja, Space Engineers ist echt kein schönes Leben. Das muss man schon sagen, das ist schon hart hier. Weißt du, wir fangen ja jetzt nicht mit dem kleinsten Projekt an. Muss man jetzt auch so sagen. Wo soll ich denn die ganzen Motoren herbeziehen? Boah, gib mal ein paar Motoren her. Du hast welche, ich weiß das. Ja, nee, momentan habe ich keine, aber die sind da im grünen Superschiff. Dann hole ich sie ab. Ja. Jetzt muss ich das grüne Superschiff wieder finden. Gerade eben habe ich es noch gesehen, dann drehe ich mich um und dann finde ich es nicht mehr. Ah, da oben. Dreh, 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 yay. Drehen. So. So, ja. Ich sag nicht viel Sinnvolles, aber davon eine ganze Menge. Du hast bei dem... Hast du irgendwo einen Ausgang oder muss ich mir einen reinflexen? Nee, ich hab da einen Eingang. Bin jetzt gerade mit dem Schiff da, dann flieg ich mal auf die andere Seite, oder? Hm. Wenn ich das Schiff richtig in Erinnerung habe, muss ich auf die andere Seite fliegen. So, aber du fliegst jetzt bitte mit deinem Schiff nicht, weil ich möchte das Schiff noch lebendig haben. Ja, okay. Da wäre ich dir sehr verbunden. Da mache ich nichts. So. Dann absenken. Boah. Das Schiff ist regelmäßig überladen. So. Dafür hält es 2 Jahre vom Sprit her. Das musst du erstmal schaffen. Wenn es steht halt, ist klar. Hm? So, wuhu. Wow. Das war gerade echt gefährlich von mir. Da muss ich jetzt eigentlich nur ans eins dieser Dinge hingehen und sagen, ich hätte gerne bitte nur die Frachtcontainer und dann, was habe ich gesagt? Ja. Motoren. Motoren sind wichtig. Haben wir Anzeigen? Anzeigen müssten doch da auch irgendwann mal verarbeitet sein, oder? Kein Plan. Nee, ich sehe zumindest noch keine. Aber 120 Motoren, immerhin schon mal gute Arbeit geleistet. Mhm. Wie war das? Wir brauchen Nickel für Motoren. Genau. Ich hasse die Welt. Ich hasse sie.
Tja, so ist das Leben.